Naja, irgendwie kann ich meinen Bogen damit verbessern. Nicht genügend Tenebrium. Ich will doch eigentlich aus Tenebrium, aus den Tenebrium-Barren eine Waffe schmieden. Irgendwie. Aber es geht nicht. Ich kann die da auf den Amboss legen und dann weiß der Geier, was dann ist. Keine Ahnung. Muss ich da was anderes hinzufügen, wie zum Beispiel, ich habe keine Ahnung was. Muss man Sachen kombinieren? Mit Nägeln. Ich weiß es nicht. Mit einem Schleifstein. Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich gehe einfach mal raus. Hier ging es ja hinunter in das Gefängnis. So erinnere ich mich zumindest. Aber im Gefängnis war auch so ein komischer Todesritter oder so ähnlich, den man nicht besiegen konnte. Weil man Tenebrium-Waffen braucht, um ihm Schaden zuzufügen. Also habe ich keine Ahnung. Habe ich nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Und das ist leicht sehr frustrierend an diesem Spiel. Oh. Du kannst immer noch nicht rennen, weil du immer noch überladen bist. Es tut mir leid. Warte. Ich muss den Rest doch nochmal einschmelzen hier drin. Von dem Tenebrium-Erz. Weil das so schwer ist. Ja, beeil dich mal. Leg einen schönen Spaziergang hin. Na, ich habe ja Zeit. So, pass auf. Wo ist denn dein Erz? Da ist dein Erz. Senden an Rittersport. Rittersport. Nicht erreichbar. Ach so, teil das mal auf. Und schmeiß die Hälfte davon mal auf den Boden. So, und jetzt kannst du nämlich hoffentlich. Och, Mann. Dann gibt's halt ihm. So, kannst du jetzt das einschmelzen? Ja, kannst du. Sehr gut, sehr gut. Warum denn nicht gleich so? Und das kannst du jetzt auch einschmelzen, richtig? Richtig, alles eingeschmelzt. Immer noch nicht genügend Tenebrium. Also das heißt wahrscheinlich nicht genügend der Fähigkeit Tenebrium. Hat denn irgendjemand anders Tenebrium als Fähigkeit? Wo war das nochmal? Bei Waffen? Nein, offenbar nicht. Doch, bei Waffen. Aber es hat nur sie. Aha, aha. Okay. Gut, gut. Dann wie auch immer. Ich wünsche nur, ich wüsste jetzt, wie man daraus was schmieden kann. Das fände ich recht knorke, muss ich sagen. Aber was weiß ich denn schon. Habe ich hier bei Rezepte was? Übrigens. Flüssigkeiten, wer es schmilzt. Gute, soliden Eisenbarren und einen Amboss. Ja, ich habe ja auch Tenebrium-Barren und einen Amboss, aber da passiert halt nichts. Irgendwie. Sobald ihr einen Eisenbarren aus eurem Eisenerz gemacht habt, könnt ihr ihn noch solider machen, indem ihr es in Stahl verwandelt. Okay, ja. Aber wie mache ich Waffen aus Tenebrium? Das ist so eine Sache, die ich noch nicht verstehe. Ich lege Tenebrium auf den Amboss. So, jetzt liegt das da rum. Super. Fantastisch. Nichts passiert. Das verstehe ich irgendwie nicht. Da muss man doch was mit anfangen können. Dieses Spiel ist frustrierend darin, dass es einem nicht sagt, was man tun muss. Ich meine, es ist gut, Dinge selber rauszufinden, aber irgendwo ist auch braucht man eventuell mal so einen kleinen Tipp. Und ich kann keine Tenebrium-Waffen kaufen von dem Typen, weil ich ihn umgebracht habe, weil er mich angegriffen hat. Da hatte ich auch gar keine Wahl. So, jetzt gehe ich nochmal ins Gefängnis. Ich weiß nicht genau warum, aber ich gehe nochmal ins Gefängnis. Wir alle mögen das Gefängnis, oder? Sag doch mal. Damn this son of death.
and damn our Jameson. Markloser Gefängniswerker. Werker, vor allem Wärter. Nee, waren nur so viele Viecher. Habe ich das jetzt verwechselt mit dem bizarren Todesritter, der ihn umbringt? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn hier nur diese doofen Marklosen rumlaufen. Free me! Free me, and I'll be forever loyal to your cause. Du willst immer mein Pferd sein? Sort of cozy, come to think of it. Soll ich nochmal versuchen, die Leute zu befreien? Zu mir, Wachkameraden, in die Schlacht! Ich versuche nochmal zu kämpfen. Aber ich erinnere mich noch, dass ich gegen die schwer gescheitert bin damals. Wow, die ist richtig effektiv, indem sie sehr, sehr oft daneben boxt. Und jetzt wird sie wahrscheinlich umgebracht. Ich habe schon wieder einen Kampf angefangen, den ich wahrscheinlich verlieren werde. Das passiert mir andauernd. Aber man braucht aber irgendwelche Hobbys im Leben, nicht wahr? So, Gefängnisstreife. Dann kriegt man einen Streifschutz, nicht wahr? Warum stehst du denn in der Zelle? Wie bist du da hingekommen? Ja, super. Und hier kann ich ja überhaupt nichts treffen. Was soll denn das? Wer hat dich da reingestellt? Du standst doch draußen vor der Tür. Erzähl mir doch nichts. Was ist denn da reingekommen? Ich kann immer noch nichts treffen, weil da jetzt wer anders im Weg steht. Oh, Leute. Geh halt raus. Autsch. Hey, war das nötig? Wahrscheinlich schon. Eis? Irgendjemand Eis? Eingefroren. Oha. Oh, abgefackelt. Na, natürlich kommt da noch einer an. Weil waren ja noch nicht genug. Und noch einer. Kommt alle her. Wir haben eine schöne Party. Kommt natürlich auch darauf an, was man für schön hält. Diese Party hier zum Beispiel ist sehr schön. So, die hacke ich erstmal in kleine Stücke. Naja, nicht ganz. Später vielleicht mehr. Der örtliche Bürger hat Schiss und haut ab. Wie ihm voll daneben treten die ganze Zeit. Kein Wunder, dass sie hier im Gefängnis sind. Die sind einfach zu schwach. So sieht's doch aus. Aua. Au, jetzt lass doch mal. Ich hab dir doch gar nichts getan. Obwohl, naja, vielleicht schon ein bisschen was. Hey, der ging gut rum. Sehr schön. So, und du kannst das gleich auch nochmal. Haha. Einer weniger. Hey, du da. Einfrieren fehlgeschlagen. Och, schade. Das Einfrieren macht mir am meisten Spaß, finde ich. Wie wär's denn mal mit der vernichtenden Faust? Extra für dich, weil du doch gerade so nett angekommen bist. Ach, Niederschlag fehlgeschlagen. Schade, schade. Vergiftet? Nein! Das kann nicht gesund sein, vergiftet zu werden. Oh, jetzt hat er einfach den Gefangenen da platt gemacht.
Der war völlig hilflos und ist weggelaufen. Ist ja unerhört, sowas. So, wer möchte als nächstes? Du doch wahrscheinlich. Ich sehe es dir an. Du wolltest unbedingt so einen Pfeil haben. Und gleich noch einen. Yep, noch einer weniger. So kriegt man die doch langsam dezimiert. War da nicht noch einer? Ach, der ist schon vorbeigelaufen. Dann auf dich. Und eine Runde Heilung für Anselm. Dass der mir nicht vom Fleisch fällt da oben. Aua. Jetzt lass doch mal. Hey. Habt ihr doch nichts getan. Das ist meine Standardausrede. Ich hab dir nichts getan, obwohl ich denen voll was getan habe. Yeah. Und Levelaufstiege. Hagelst da auch noch gleich ein paar. Das finde ich sehr gut. Ach so, den kann ich noch nicht benutzen. Ja, dann gibt es halt einen normalen Pfeil einfach. So, mit dem muss man auch mal zufrieden sein. Ganz gewöhnlicher Pfeil, den man ins Gesicht geschossen kriegt. Eine Runde Eis für da hinten. Yeah, und sogar eingefroren. Wir können das eventuell schaffen. Da bin ich ja recht erfreut drüber. Nein, nicht heilen. Du sollst dich nicht heilen. Na warte, jetzt hau ich aber zurück. Du meinst, du kannst mich hauen? Selber schuld. Alter, zerfällt einfach zu Staub. Das ist mein Ende. Nun lass doch mal. Ich hoffe, da überlebt einer von den Gefangenen zumindest. So, den da hinten treffe ich doch, bestimmt. Ja, aber nicht genug. So, ein Schuss und dann ist er hinüber. Jawoll! So muss das laufen. Zack. Wer ist denn da wieder aufgetaut und will gleich nochmal eingefroren werden? Naja. Ja, möchtest du noch was machen, oder? Ja, natürlich will sie noch was machen. Sie will sich wärmen und beschleunigen. Ja gut, das kann ich auch verstehen. Wer will das nicht? Aber ich würde sagen, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Denn hier kommt noch ein Pfeilchen und der ist der tödliche. Tada! So. Eine Gefangene hat überlebt und die haut erstmal ab. Die türmt. Gute Idee. Achso, den Gefängnisschlüssel, den hatte ich eigentlich schon, aber... Ich würde sagen, dann kann ich auch die anderen Gefangenen mal befreien gleich. Gleich in Kürze. So, weiter ist hier drin nichts. Nur Reste. Okay. Gut, gut, gut. So, du musst dich mal selber eine Runde heilen. Ja, bleib einfach stehen. Ist doch völlig in Ordnung. Und Levelaufstiege. Da wollen wir natürlich ein paar Punkte verteilen. Du möchtest beispielsweise... Du möchtest auf Tenebrium setzen. Unbedingt. Mit Tenebrium kannst du leistungssteigere Tenebrium-Waffeln anlegen. Zack. Und gleich noch ein Punkt da drauf. So, dann kannst du mich vielleicht auch mit Tenebrium was basteln. Siehst du, so nämlich. Magisches, veraltetes, dunkles Schwert. Tada. Aber das muss ich mir gleich mal näher angucken. Und du kannst natürlich noch auf... Wahrnehmung, Kontinenz, keine Ahnung. Konstitution... Stärke wahrscheinlich eher nicht unbedingt... Schnelligkeit. Oder halt Gewandtheit. Das ist natürlich Go-To für Schützen. So, du möchtest nämlich auch was dazu lernen. Und zwar 3 Punkte zur Verfügung.
Handwerk? Brauchst du nicht so unbedingt. Persönlichkeit? Besseren Angriffswert? Führung? Nee. Willenskraft geht nicht mehr. Nee, vielleicht sparst du die Punkte auf. Ist vielleicht das Beste. Aber natürlich ein auf Intelligenz. Ist ja wohl klar. Und du möchtest. Bogen kannst du nicht mehr. Körperstärkung. Willenskraft. Du könntest auf Willenskraft für deine Rettungswürfe. Wie sieht es damit aus? Zack. So. Und bei dir auch auf Gewandtheit. Siehste, sind die gleich alle viel verbessert. So, und du hast gerade noch Dinge gefunden, wie zum Beispiel gewöhnliches Claymore. Pass auf, wenn ich das jetzt mit dem Tenebrium-Dings aufwerte, dann macht es nämlich zusätzlich auch noch Tenebrium-Schaden. Und dann gebe ich es an Anselm weiter. Die Rüstung gebe ich auch mal an ihn weiter. Die Rüstung ist aber nicht so gut, aber die Waffe macht jetzt zusätzlich Tenebrium-Schaden. Und das kann nur von Vorteil sein gegen böse Tenebrium-Feinde. So. Und kann sie auch ihren eigenen Bogen damit aufrüsten, frage ich mich gerade. Der hat... Warte mal. Bevor ich den umbaue, speichere ich mal kurz. So in etwa. Der macht Stichwaffen und Erdschaden. Und wenn ich jetzt einfach Tenebrium noch dazu packe, kommt dann einfach nur Tenebrium dazu. Ja, einfach nochmal Tenebrium obendrauf. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Das machen wir bei dem hier nämlich auch gleich mal. So, und dann können wir Tenebrium-Schaden verursachen. Ist das nicht was? Well, it isn't so terrible, is it? Ich würde sagen, das ist was. So, nochmal Tenebrium. Dann gibt's den zurück. Tada! Ja, so muss die ganze Sache doch laufen. Dann, wir haben natürlich auch die Tenebrium-Armbrust der Tyrannen. Was redet ihr da? Ich glaube, ich muss die Leute hier mal freilassen. Hey da, Leute! Frei seid ihr! Ach, Imps waren das. Genau, richtig. Und die haben hier ein paar Knochen liegen. Die haben wohl ein bisschen genascht zwischendurch. Ist aber nur noch ein Schädel drin in den Knochen. Na gut. So, hier waren noch mehr Gefangene. Ich weiß es, da war noch ein Ork unten. Den hole ich auch gleich noch raus. Aber erstmal gucke ich hier noch rein. Die Zelle war, glaube ich, leer, oder? Die Zelle ist leer, ja. Und hier sieht auch leer aus. Bisschen Tiefenunschärfe. Kommt nur rein. Kann man hier noch weiter runter? Nee. Eine Drachenstatue. Aha. Anybody home? Warum sprichst du denn mit der Drachenstatue? Bringt das was? Kann man damit irgendwas anfangen? Anybody home? Frag nur, ob jemand zu Hause ist. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend passiert da nicht wirklich was, wenn ich mit der Drachenstatue spreche. Was? Was ist gerade passiert? Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Was war das? Irgendwas mit den Drachenstatuen? Anybody home? Keine Ahnung, da war nur ein komisches Geräusch gerade. Habe ich mir das nur eingebildet? Ah ja, der Onkel Ork möchte auch gerne raus. Orkilein, du sollst doch nicht traurig sein. Hey, ihr da, kommt schon. Ich weiß, dass ihr einen großen Kerl wie mich irgendwie aus dieser Zelle rausholen könnt. Quellen ja kennen, kennen vielerlei Tricks. Wer seid ihr denn? Brutor werde ich genannt, aber ich bezweifle, dass sich irgendjemand außer mir jetzt noch daran erinnern kann. Bin hier schon fast ein ganzes Leben lang drin. Weiß nicht, warum ich mir noch nicht die Kehle aufgeschlitzt haben, wie bei den anderen. Vielleicht haben sie ihr Haustier lieb gewonnen. Das kann natürlich sein. Wie wurdet ihr gefangen genommen? Ihr seid immerhin zu groß, um durch die Tür zu passen. Oh, ich bin hier, seitdem ich ein winziger Bursche war. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich kenne nicht viel mehr als diese Wände. Doch Sonnenlicht, es gibt Dinge, die nicht einmal ein so großer Ochse, wie ich es bin, vergessen könnte. Eines Tages, Quallenjäger, ob mit oder ohne eure Hilfe, werde ich das Sonnenlicht vielleicht wieder spüren. Beiden!
Ich glaube, wir hatten ihn schon mal während eines missglückten Kampfes hier rausgefreit. Ihn hier raus zu teleportieren. Ich mache noch mal einen Quicksave vorher, für den Fall, dass das schief geht. Weil der Teleport, den ich hier habe, der tut den Leuten weh. Und wir wollen ihm eigentlich nicht wehtun, aber ich setze ihn mal raus. Es geht ihm aber gut. Er ist doch jetzt frei. Du bist doch frei. Geh deiner Wege, mein Freund. Ah, jetzt tu das auch. Gut.